Okay, ich gebe dir was ab, komm. Bin mal so freundlich. Verkaufe ich halt alle Shurikens, die ich von dir gesammelt habe. Ja. Wo ist die Scheiße jetzt? Sind die weg? Ja. Ich hab geteilt. Geld! Woo! Double Bank. Ich bin mehr so der Spartyp. Ist mehr so der Spartyp. Spaßtyp. Haben wir Holz irgendwo? Nee, ne? Ne, nur 373 Stück hier in der Truhe. Dann gib mir mal was. Achso, kannst du mal selber rausnehmen. Was? Wo ist denn hier Holz? Da. Spasti. Ich will mir Fackeln machen, Mann. Nein, mach lieber die Plattform da oben schön. Wir haben nicht genug. Wir müssen noch eins machen in der nächsten Nacht. Aber, ich wollte noch viel höher bauen, bevor ich da. Ja, dann bau vorher höher, ist mir Wayne. Ja, da müssen ja noch viel mehr Zimmer hin. Ja, ich dachte, wir könnten schon eine Crimtane, also so eine Blutspitzhacke machen. Aber dem war nicht so. Wir brauchen, glaube ich, 15. Ich guck mal beim Gerät. Oh, stinkt das hier. Ich wollte einen ziehen lassen. Willi erstickt in seinen eigenen Smog, ey. Nein, man braucht voll 10. Aber. Man braucht 10 Crimtane-Barren, aber man braucht diese Tissue-Samples von dem Brain of Cthulhu. Das heißt, wir müssen das Brain of Cthulhu machen. Ja. Dann kann ich mir. Willst du noch einen besseren Bogen haben? Ja, ich habe mir den doch gerade eben erst gemacht. Wie viel Schaden hat der? Oh, da. 9 Fernkampfschaden. Komm, gönnen wir dir mal. Krieg ich jetzt was Korrektes? Ja. Okay. Oh, einfach mal 10 Schaden mehr. Ich werd also alle ficken, Alter. Du brauchst aber Flammenpfeile für dieses Brain of Cthulhu, das gut geht dagegen. Ja, mittlerweile habe ich eine Holzpfeile, ne? Ja, du kannst aus Holz feilen und fackeln, kannst du Flammenpfeile machen. Das wusste ich gar nicht. Deswegen habe ich dir ja gerade gesagt. Coole Sache. Ich hab Fackeln. Im Regelstadt meinem. Also sobald du da fertig bist mit deinem Gebaue, werden wir mal in dieses Crimson Ding reingehen. Also ins Crimson Gebiet. Was mache ich so lange? Oh. Nicht schießen. Nicht alles verzaubern. Ich verzauber. Hatten wir nicht einen Eimer? Im Eimer! Wir haben aber Eisenbarren, deswegen kein Ding. Ja, ich weiß. Ich brauche den jetzt. Ich will das Wasser da unten abschöpfen, damit wir weiter nach unten buddeln können. Eisen? Eisen. Wie viel braucht man dafür? 3. 60 durch 5. 12. 1, 2, 3. Okay. War das richtig? Ja. Yay! Ich Mathe-LK. Willi Mathe-LK. Boom. Okay, das wird nicht so einfach. Ich benötige Blöcke. Ich benötige Kock. Dann geh in den Puff. In einen Männerpuff. Gibt's sowas eigentlich? Denke schon. Why not? Because Homo. Because Aliens. Die müssen sich ja dann von Männern und Frauen ficken lassen, oder nicht? Ja. I. Das ist bei Frauen noch nicht anders. Echt? Müssen die sich auch von Frauen ficken lassen? Wenn es Lesben sind. Und wenn Lesben in Puff gehen, ja. Müssen sich die Nutten auch von Lesben bunsen lassen. Ja, ich denke, damit werden die nicht so viele Probleme haben. Ah, lol. Frauen zeigen wenigstens auch ein bisschen Anflug vor Mitgefühl, ja. Also, wäre ich eine Frau, wäre ich auch Lesbe. Ach so. Weil ich mich einfach nur abstoßend finde. Außer mich selber natürlich. Na, natürlich. Ich bin ein purer Sexappeal, bin ich. Ja, genau. Der zu Fleisch gewordene Adonis bist du. Nee. Ich bin nur der Fleisch gewordene. Der Fleisch gewordene. Genau. Der Döner gewordene. Ich liebe Döner, ey. In Berlin-Kreuzberg gab es so einen geilen Döner.
als wir da waren. Der war wirklich korrekt, da muss ich wirklich ab. Nee, Also ausnahmsweise. Lass mich ausreden. Ach, den Döner ja. meinst du, den habe ich gar nicht probiert. Ja, leider nein. Leider nein. In Berlin-Kreuzberg, im Türkenviertel. Die machen halt den besten Döner, die Türken, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen, obwohl es ein deutsches Produkt ist eigentlich. Echt? Ja, wurde auf jeden Fall in Deutschland erfunden. Also unser Dönerkollege hat mir erklärt, dass Döner, so wie wir den kennen, in Deutschland erfunden wurde, aber das Dönerfleisch aus der Türkei. Ja, das ist wohl wahr. Der erste Döner, der erfunden wurde, also kam auf den Teller, weißt du? Nee, das ist, also Dönerfleisch kommt aus der Türkei, glaube ich. Ja. Ich keine Ahnung, wenn ich lüge, dann weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall gab es dann so einen Deutsch-Türken hier in Deutschland, der dachte sich, das Gebrauch kann man auch hierhin bringen. Hierher bringen, hier hinbringen, nach Deutschland bringen. Dann hat er das auf dem Teller, wie so ein Döner-Teller halt gemacht. Das fanden die dann aber nicht so dufte alle. Dann hat er sich gedacht, so ja, in Deutschland sind alle auf dem Sprung, niemand hat Zeit dafür. Dann macht man das doch einfach mal in so einem Brötchen. Na klar. Und das war der Hit, du. Hätte er ein Patent... Das Würstchen im Brötchen, einfach türkische Spezialität im Brötchen. Hätte der ein Patent darauf gemacht, Alter, der wäre jetzt ein Multimilliardär. Hat aber nicht. Weil Türken keine miesen Deutschen sind, die versuchen sich gegenseitig nur die letzten Cents aus der Tasche zu ziehen. Ja, genau. Rope. Ich brauch 3 Türen. Mach dir welche. Du hast doch Holz, oder? Ich hab Wood. Morning Wood. Es gibt ein Bossmonster, das heißt so. Nicht im Ernst. Doch. Morning Wood? Ja. Das ist, ein fliegender Pimmel, oder was? Nee, das ist... Das ist, hier. Das ist ein Baum. So ein Geisterbaum. Morning Wood. Der ist voll stark, aber geht. Also mit guten... Einen guten IQ ist der nicht mehr so krass. Das ist voll hart, ne? Ja, Spasti. Oh, wie will ich es einfach, dass man nicht gecheckt hat? Korrekt. Einfach klar habe ich das gecheckt, aber es ist einfach nicht witzig, wenn man nicht mehr 11 ist. In meinem Herzen bin ich immer 11. Ja, so wie Ash Ketchum, ne? Ja, aber der wird auch nicht älter, der Typ, ey. Ja doch, der wird schon älter. Sieht man ja an diesen ganzen neuen Folgen da. Da zählt er dann schon die ersten Haare an seinen Nippeln. An seinen Nippeln, genau. Lässt er von Pikachu zählen. Ja, genau. Werden dann abgeröstet, die Haare. Genau. Machen das die Türken nicht auch so? Die rasieren sich nicht, die flemmen sich die Haare ab? Habe ich mal so gehört. Nein, das stimmt nicht. Kann auch Stuss sein. Pikachu kommt dann und sagt, Schlummache. Und dann werden die abgefackelt. Alles klar. Ich glaube, du denkst da eher an Araber. Stimmt. Arabamon. Weil die rassistische Folge eigentlich. Obwohl, haben wir irgendwas Rassistisches gesagt? Nein. Nicht wirklich. Das sind alles nur... Wir haben nur ein paar Vorurteile. Aufgeräumt. Guck mal, hier. Was? Ausländercheck. Ausländercheck. Könnt direkt bei Galileo anfangen. Ja, wollte ich gerade sagen. Sporsti. Boah, ich zieh hier die Zimmer hoch wie so ein Chinese. Das war jetzt rassistisch. Das war auch ein Vorurteil, ein rassistisches Vorurteil. Ah, aber ist echt so. Ich hab grad Fußball geguckt, ne? Ja. Und, da hatte hier ZSKA Moskau, hat er gegen Bayern gespielt. Und Moskau hat einen Elfmeter gekriegt. Warum? Handspiel von irgendeinem Bayer, keine Ahnung. Irgendeinem Bayer? Ich dachte, du wärst Fan. Ja, aber ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf gerade. Ja, okay. Was los? Ich glaube, Dante war es, aber egal. Auf jeden Fall kam dann der, also eine Chinese. Honda. Einfach so ein Flitzer. Nein, kleine Nudel. schon Fußballspieler von ZSKA Moskau. Ja. Honda heißt er. Honda. Okay, ja, erzähl.
Der stellt sich dann auf, dreht sich dann seinen Ball zurecht und ich so zu meinem Bruder, er berechnet jetzt alle Möglichkeiten, wie er den Ball versenken kann. Ja, genau, Und ey. sucht sich die beste Möglichkeit aus und dann baut er noch ein Hoch aus. Ja, genau. Der Bruder hat sich eingeschifft vor Lachen. Ja, geht. Ja, geht. Er so. Nee, er hat schon ein bisschen gelacht. Das ist schon ein Erfolg. Schon ein Erfolg bei meinem Bruder. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Scheiße. Zum Beispiel? Mich auf dich einzulassen, das war mein größter Fehler ever. Da gebe ich dir recht. Nein, ich habe hier die Blöcke falsch gesetzt. Okay. Hallo, Ranjit hier. Polaroid kaufen? Ist echt rassistisch, diese Aufnahme. Ha, ha. Okay, ah. Ich gehe ja schon. Bist voll, voll das Pimmelhaus, ey. Ja, Mann, hier oben ist gleich, ey. Gleich kommt noch der Abspritzstrom. Haha. Gut, dass wir keine Hardcore-Charaktere gemacht haben. Das wird ja also. Das war Deutsch. Sagt der Weißruss, Alter. Ich bin Deutscher. Weißruss. Spasti, sag die zu 5/3 Türkisch. Am Arsch bin ich Türkisch, ich bin komplett Deutsch. Hast du nicht mal verstanden, was ich gesagt habe, ne? 8/4 Ich hab 5/3 gesagt. Ein Drittel? 5/3 So. Also mehr als 100%. Du musst noch Eier dazu machen, als irgendwie als Haus, so, weißt du? Dann brauchen wir so eine Garage oder so an die Seite. Eine Garage, denn Terraria hat keine Autos. Stimmt genug? Kommt bestimmt mit dem Weihnachtsupdate. Hol mal Holzklappen. Ach ja, apropos, ja, Weihnachtsupdate ist geplant für Terraria. Korrekt. Holzplatten? Holzplatten, viele. Ungefähr. Soll ich das machen? Hier sind gar keine. 15. Wir haben doch gar keine. Holz musst du nehmen und daraus Holzplatten machen. Ja, mache ich jetzt. 15? Ja. Okay. Na du? Du stehst im Weg. Was machst du da? Machst du Abspritzmechanismus? Ja, ich hab doch gesagt, da kommt noch ein Abspritzstummel hin. Was soll der bewirken? Achso, dass das weiter in die Luft geht, oder wie? Ja genau, das ist der Aufstieg zu unserer Kampfplattform. So, dass wir dann gleich schon auf die wie heißen die, Lindwürmer treffen. So hoch sind wir noch nicht. Es ist schon relativ hoch. Quatsch. Naja. Außerdem gibt's die Lindwürmer, glaube ich, erst im harten Mode. Bin ich anderer Meinung. Aber die Harpien gibt's schon vorher, glaube ich. Das kann sein. Ich gehe schon mal ins Crimson. Suicide! Das war dumm. Ich wäre sonst nicht runtergekommen. Ah doch, ich hatte den Spiegel. Du hast noch einen Spiegel. Du anscheinend nicht so, wie du aussiehst. Oh! Fick dich! Ich werde nur gemobbt. Ich dachte, die mich beleidigt. Nichts mehr zu sagen? Nee, Mann, ich muss gerade hier konzentriert nachzählen, dass ich... Ich gehe schon mal ins Crimson. Okay. Es ist also da, wo du abends immer hingehst. Ja, mit meinen Freunden. Ins Crimson, ein paar Viecher abschlachten. Korrekt. Was ist denn mein Problem damit? So, jetzt haben wir kein Holz mehr. Ich habe alles für Holzklappen ausgegeben. Ich habe noch 91 im Inventar. Ach, im Inventar? Im Inventar. Inventar. Komm, wir singen den Inventar-Song. Inventar. Nicht die amerikanische Nationalhymne. Nützt mich.